Wenn euch ein Bild wie dieses gezeigt wird und gefragt wird, was könnte das sein? Wie viele Varianten werdet ihr nennen? Und bei diesem Bild, wie viele Varianten gibt es hier? Hier ist ein Spielzeug. Wie könnte man damit spielen? Eigentlich gibt es ganz wenig Varianten. Es ist ein Telefon, ein Handy. Und wie könnte man damit spielen? Es könnte auch ein Handy sein. Ein Dach eines Hauses, eine Schokoladentafel, eine Brücke. Hier gibt es viel mehr Varianten. Das ist das Hauptprinzip und du wirst es sehen, in jedem Spielzeug, was ich jetzt nenne, ist dieses Prinzip vorhanden. Open-ended Toy, das Spielzeug, was kein Ende hat, was Fantasie deines Kindes fördert und anregt und was jahrelang bespielt werden kann. Minimalist und suchst nach Spielsachen, die wirklich Relevanz haben, die dein Kind glücklich machen werden und womit dein Kind auch lange spielen wird. Und natürlich, die das Kinderzimmer nicht zumüllen werden. In diesem Video werde ich Kategorien nennen. Es geht hier nicht um bestimmte Marken, um bestimmte Produkte, es sind Kategorien. Ich werde auch ein paar Beispiele nennen und zeigen, was wir haben. Das einzige Kriterium, was ich beachten würde, ist, dass Spielzeuge von guter Qualität sind, aus Naturmaterialien gemacht werden und die lange bespielt werden können. Dadurch, dass du deine Auswahl von Spielzeugen reduzierst, ja, da sind nur 10 Stück, kann man wirklich in die guten Spielsachen investieren. Die erste Kategorie sind Bausteine. Und hier haben wir unterschiedliche Arten von Bausteinen. Es können Bauklötze sein aus Holz, es können Magnetbausteine sein, es können Legosteine sein, Duplo. Es sind verschiedene Sachen, die in diese Kategorie reinfallen, aber eine Art von Bausteinen, mit denen dein Kind irgendwas bauen könnte und wirklich seine fantasiefreien Lauf lassen kann. Und das ist die Idee von allen diesen Bausteinen. Es gibt heutzutage ganz viele Hersteller, die tolle Produkte herstellen. Wäre ich wirklich Minimalist, hätte ich wahrscheinlich aus allen diesen Kategorien, die ich gezeigt habe, die Bauklötze aus Holz ausgesucht. Das Baby kann damit spielen, ein Kleinkind kann damit spielen, ein Kind später im Vorschulalter kann damit spielen. Das ist wirklich sehr versatiles Spielzeug, bietet tausende taktile Erfahrungen für dein Kind. Es ist Naturmaterial, es riecht toll, es fühlt sich toll an und es ist zeitlos. Enkelkinder von deinen Kindern können auch noch damit spielen. Das nächste Spielzeug ist eine Puppe. Und hier reden wir geschlechtsneutral, egal ob du ein Mädchen oder Junge hast. Jedes Kind würde von einer Puppe profitieren, beziehungsweise hier sollte eine Puppe sein, am besten eine Stoffpuppe, die vielleicht nicht so ausgeprägte Gesichtszüge hat, die auch geschlechtsneutral ist. Es muss nicht diese Puppe sein, die auf Knopfdruck weint, die Windeln und Schnuller und Flasche und Bettchen und Kinderwagen hat. Eine ganz normale geschlechtsneutrale Puppe, vielleicht schaut euch mal die Waldorfpuppen, ja, die haben ja kaum Gesichtszüge, so dass das Kind wirklich seine Fantasie anregen kann und überlegen, ja, was ist das für eine Puppe? Ist es heute ein Mädchen oder ein Junge? Es reicht, wenn es ein einfaches Symbol ist, einen Menschen, für die sie sich kümmern können. Die projizieren diese Beziehung, die wir mit unserem Kind haben. Ja, wir kümmern uns um unser Kind, wir pflegen das Kind. Diese Beziehung projizieren sie auf die Beziehung zu der Puppe. Durch dieses Spiel mit der Puppe bearbeiten sie den Alltag, was sie haben. Es muss auch nicht die Puppe sein, es kann auch ein Kuscheltier sein, was das Kind in die Arme nehmen kann, was das Kind trösten kann, mit wem das Kind reden kann. Und die Puppe könnte einen guten Freund für das Kind sein. Die nächste Kategorie ist ein Set aus Figuren, Männchen, kleinen Puppen. Es könnte ein Set aus Schleichtieren sein, ja, eine ganze Familie aus Tieren. Es könnten Playmobil-Figurchen sein. Die von Grimms haben auch tolles Set mit kleinen Männchen, die auch gar keine Gesichter haben, sodass das Kind wiederum fantasieren kann. Und die Idee dahinter ist, dem Kind eine Möglichkeit zu geben, ein Leben zu erschaffen. Wenn das Kind mit den Blöcken, was wir besprochen haben, eine Scheune zum Beispiel gebaut hat, kann das Kind diese Scheune aufleben, indem das mit den Schleichfiguren bewohnt. Oder das Kind hat ein Haus gebaut und hier könnte eine Prinzessin und, oder eine Familie wohnen. Und so kann die Fantasie des Kindes angeregt werden. Die Kinder erleben sozial-emotionale Rollenspiele, indem sie mit diesen Figürchen spielen. Also diese
Szenen aus dem Leben können sie auf die Figürchen projizieren, ähnlich wie mit der Puppe. Ich habe schon oft erzählt, wie wichtig die Bälle sind, angefangen mit dem Babyalter, Softbälle, mit verschiedenen Noppen, sensorische Bälle, die taktile Erfahrungen deinem Babys bieten. Man kann auch mit dem Ball verschiedene Gymnastikübungen machen. Mit dem Baby habe ich euch auch gezeigt, zahlreiche Übungen, was man alles mit einem Ball anstellen könnte. Es könnte auch Wasserball sein, was im Wasser gespielt wird oder mit denen wiederum die Pickup-Übungen gemacht werden. Später fangen sie an, die Bälle zu werfen, die Bälle zu fangen, die Bälle zu kicken. Es gibt wiederum verschiedene Möglichkeiten, was man mit dem Ball anstellen kann. Das ist etwas, was jedes Kind braucht und das wird das Kind eigentlich die ganze Kindheit begleiten. Die nächste Kategorie sind Kunstmaterialien. Es könnte Buntstifte sein, Farbe, Pinsel, Wachsmalstifte, Kreide, Play-Doh, alles, was in diese Kategorie reinfällt, womit das Kind sich ausdrücken könnte, womit das Kind kreieren könnte. Nimm ein Stück Karton, nimm ein Stück Papier. Es sollte auch zugänglich deinem Kind sein. Wenn das zugänglich deinem Kind ist, wird es sicherlich nicht in die Hand nehmen und die Wände damit bemalen. Es sei denn, es ist was Verstecktes und Heißbegehrtes. Es gibt ein Sprichwort im Russischen, die verbotene Frucht ist die süßeste, weil wenn man das irgendwie nach oben stellt, versteckt von dem Kind, und wenn dein Kind das in die Finger bekommt, dann sei sicher, dass er damit was anstellt, dass er Sofas bemalt oder Wände bemalt. Zeig deinem Kind, wo mit diesen Farben gemalt wird. Mit den Buntstiften malen wir auf dem Papier, mit den Farben malen wir auf dem Papier. Das Kind lernt das und das wird kein Problem sein, wenn das eigentlich frei zugänglich ist. Bei uns ist es auch alles da und jederzeit können meine Kinder hingehen und sich ein Stück Papier nehmen und etwas malen und sich ausdrücken. Es wäre schön, wenn du meinen Kanal unterstützen würdest und ein Like setzen würdest. Es kostet auch nicht so viel Zeit, aber das würde mir und dem Algorithmus im YouTube zeigen, dass das Video nützlich ist, dass mehr Zuschauer dieses Video sehen möchten und es würde meinen Kanal auf jeden Fall unterstützen und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du hier bist und mit mir die Zeit verbringen möchtest. Das nächste, was ich in Top 10 reingenommen habe, sind Seidentücher oder Baumwolltücher. Seidentuch ist in jedem Alter relevant, angefangen mit dem Baby. Das Baby kann das anfassen, in den Mund nehmen, diese taktile Erfahrungen sammeln. Mit dem Baby kann man Kuckuckspiel spielen. Wenn das ein Kleinkind ist, könnte man aus dem Seidentuch alles Mögliche anstellen. Es könnte eine Decke für die Puppe sein. Es könnte eine Robe sein. Es könnte ein Prinzessinnenkleid sein, ein Hut sein. Man kann daraus ein Häuschen bauen, ein Zelt bauen. Man kann sich irgendwelche Kostüme ausdenken. Und du brauchst nicht extra Kostüme zu kaufen für dein Kind. Aus diesen Seidentüchern, die Fantasie ist wirklich unendlich. Für Krabbelkinder könnte es auch sehr interessant sein. Man könnte daraus Parcours machen, ja, dass die Kinder, auch wiederum in Pickup-Kursen sieht man das oft, wie oft diese Seidentücher eingesetzt werden, wie man damit spielen kann, auch mit dem Baby bereits und später sowieso, die Kinder haben ihre Fantasie, die können aus den Tüchern alles Mögliche machen und es ist sehr toll, so ein Set von Tüchern zu haben. Nächste Kategorie sind irgendwelche Arten von grobmotorischen Spielsachen. Ja, für das Baby könnte es Lauflernwagen sein, Pickler-Dreieck, später könnte es Laufrad sein, ein Trettroller, ein Fahrrad. Etwas, womit dein Kind sich bewegen kann, was deinem Kind Spaß machen kann, weil die Bewegung ist vor allem für ganz kleine Kinder super wichtig. Damit verbringen sie die meiste Zeit ihres Alltages, indem sie sich bewegen, indem sie das eigene Körper kennenlernen. Deswegen, damit wird man nie falsch liegen und je mehr Zeit du draußen verbringst mit deinem Kind, umso besser ist es. Man braucht wirklich nicht so viel. Nächste Kategorie sind Fahrzeuge und das ist wiederum sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Ein Set aus verschiedenen Autos, am besten keine Plastikautos, die blinken und Geräusche machen und laut sind. Wiederum in dieser Kategorie versuchen wir, gute Materialien auszusuchen. Wenn das ein Baby ist, schön sind die Autos aus Holz, die groß sind.
oder später die Autos aus Metall, etwas, was man gerne anfasst, womit man gerne spielt. Und hier können die Kinder die Autos rum. Die können wiederum aus den Bausteinen eine Parkgarage bauen und die Autos können reinfahren, rausfahren. Mit den Fahrzeugen können sie die Stadtszenen nachspielen. Ja, die gehen ja jeden Tag raus, die sehen die Autos, Ampeln, Straße. Das alles erleben sie und mit den kleinen Spielsachen können sie das durchspielen, nochmal erleben und verinnerlichen. Deswegen ist es wirklich toll, ein Set von Fahrzeugen zu haben, egal ob Mädchen oder Junge. Und die Kinder, die haben so bestimmte Schemas. Ja? Darüber werde ich noch ein Video machen und man merkt, dass das Kind in diesem Fahrzeugschema ist, wenn das Kind fängt an, die Sachen zu bewegen. Die Kinder möchten die Sachen fahren. Und das ist toll, wenn das Kind etwas hat, womit er diese Bedürfnisse befriedigen könnte. Natürlich begleiten die Bücher die Kinder und das Kind lernt wahnsinnig viel aus den Büchern. Such die Bücher sorgfältig aus für dein Kind. Schau, dass das wirklich sinnvolle Bücher sind, am besten auch die Bücher, die unser Leben repräsentieren, vor allem wenn es nur ganz kleine Kinder sind. Keine Märchen, die können nicht die Realität von Fantasie trennen, wenn das ein Kleinkind ist, ich würde sagen bis 4-5 Jahre alt. Deswegen in diesem Alter konzentriert dich auf die Bücher, die unsere Welt repräsentieren, die unsere Realität repräsentieren. Am besten die Bücher beinhalten reale Bilder, reale Geschichten, Kinder im Kindergarten, Kinder auf der Straße, wie sie spielen, im Zoo und so weiter. Und die ganzen Fantasien und Märchenbücher, lass das für später. Die Kleinkinder können das überhaupt nicht nachvollziehen. Die brauchen am Anfang reale Bilder, reale Geschichten von unserem Leben, um unsere Welt kennenzulernen. Sie kommen auf der Welt, sie wissen nichts davon und mit kleinen Büchern kann man das natürlich sehr unterstützen. Und die letzte Kategorie ist ein bisschen abstrakt. Setz Akzent nicht auf die Spielzeugen, Spielsachen, sondern auf die Tätigkeiten. Spätestens ab dem Kleinkindalter interessieren sich die Kinder dafür, was wir machen. Sie wollen mit uns den Alltag erleben, sie folgen uns überall und da hast du die Möglichkeit, dein Kind in all diesen Sachen, die du im Alltag machst, zu integrieren. In diese Kategorie fallen die Sachen, so kleine Utensilien, die du deinem Kind kaufen kannst, damit er dir helfen kann. Die großen Sachen, die wir benutzen, sind unhandlich, sei es Kehrbesen, ja, das kann das Kind natürlich nicht nutzen. Ich habe ein ganzes Video gemacht, sogar zwei Videos, für Kinder bis 18 Monate und für Kinder zwischen 18 und 24 Monaten, was man alles mit dem Kind machen kann im Alltag. Und eigentlich braucht dein Kind kein Spielzeug. Wenn das Kind in all diesen alltäglichen Sachen involviert wird, wird das Kind auf jeden Fall glücklich sein. Das Kind lernt sehr viel dabei. Es entwickelt seine Feinmotorik, es entwickelt seine Grobmotorik, kognitive Wahrnehmung. Du hast Sprachmöglichkeiten. Und der größte Vorteil ist, dein Kind wird selbstbewusster. Er hat ein Gefühl, ich kann es alleine. Ich kann das machen, was Mama macht. Ich werde wahrgenommen. Ich bin ein Mitglied meiner Familie. Ich bin wichtig. Ich trage bei. Dieses Gefühl ist toll zu kultivieren und man braucht wirklich keine Spielsachen ab dem Kleinkindalter. Die Kinder sind in Bewegung, die Kinder wollen das machen, was wir machen. Nimm dein Kind mit, empfinde das nicht als lästig, dein Kind ist dabei und du musst irgendwelche Alltagshausaufgaben machen, sondern empfinde das als Spiel. Du zeigst deinem Kind, was es tun kann. Dein Kind kann wirklich helfen. Erwarte natürlich nicht, dass das alles perfekt macht, sondern ihr arbeitet Hand in Hand. Erledigst deine Sache. Vielleicht nicht in dem Tempo, wenn du das alleine machst, aber dein Kind ist dabei, dein Kind ist beschäftigt und lernt sehr, sehr viel. So, meine Lieben, an dieser Stelle sage ich euch, weniger ist mehr. Konzentriert euch nur auf die wichtigen Sachen. Befreit die Kinderzimmer von Spielsachen. Lest nur die relevanten Sachen da. Nimm das System aus, das Montessori-System, dieses Rotationsprinzip, wo man die Sachen rotiert und auf einmal nur 5, 6, 7 Sachen hat. Das Kind kann sich viel besser konzentrieren. Du kannst viel schneller aufräumen. Das Zimmer sieht immer sauber, aufgeräumt und einladend aus. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ein Like zu setzen, wenn du dieses Video für nützlich gefunden hast und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!